Stadt-TV Brühl. Wir zeigen's Ihnen. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier auf dem Frühlingsmarkt in der Gartenbaumschule Hau in Bornheim-Walberberg. Falls Sie noch irgendetwas für Ihren Garten suchen, hier finden Sie es ganz bestimmt. Stadt-TV Brühl fasst für Sie die Highlights zusammen. Wir wünschen blumige Unterhaltung. Der Frühlingsmarkt der Gartenbaumschule Hau macht es seinem Namen wieder alle Ehre. Einerseits herrschten frühlingshafte Temperaturen, andererseits ging es zu wie auf einem Marktplatz. Gerade um die Mittagszeit strömten die Besucher in Scharen zu den vielen Attraktionen. Gab es doch im Außenbereich, in der Halle und im Verkaufsgewächshaus sehr viel zu bestaunen. Entsprechend zufrieden war denn auch Christoph Hau. Doch, wir sind sehr zufrieden. Das Wetter spielt mit. Wir haben heute morgens aufgewacht bei Sonnenschein. Das ist die Hauptsache und gut besucht. Wir haben sehr viele Besucher wieder, noch mehr als letztes Jahr. Alles klappt prima, sehr schön. Ja, ein Trend kann man noch nicht so ausmachen, aber bunt ist immer modern und Trend. Aber wir haben dieses Jahr wieder viele Neuheiten im Programm, viele neue Beet- und Balkonpflanzen, die wir vorher nicht im Sortiment hatten. Sind schon wieder Raritäten reingekommen, um den Kunden immer wieder was Neues zeigen zu können. Die Rundfahrten durch die Außenanlagen erfreuten insbesondere die kleinen Besucher. Aber auch die Erwachsenen hatten ihren Spaß. Wie hat es Ihnen denn gefallen? Sehr gut. Optimales Wetter. Hier gehe ich sowieso immer spazieren. Mhm. Mit den Kindern war toll. Mhm. Also ist das hier schon ein bekanntes Terrain für Sie? Ja, ich wohne hier in der Nähe. Bei einer dieser Ausfahrten hatten wir Gelegenheit, ein ganz besonderes landwirtschaftliches Fahrzeug der Firma Planck Landtechnik näher kennenzulernen. Am Steuer Walter Planck aus Bornheim-Kardorf. So, und was läuft denn jetzt dieses Fahrzeug hier? Ist das ein Jeep oder wie kann man das sagen? Ein Universalfahrzeug, ideal geeignet für den privaten Einsatz, für land- und forstwirtschaftliche Einsätze. Ja. Ja, auf Golfplätzen, der private Nutzer nutzt ihn vielleicht zum Beispiel für Holz aus dem Wald zu holen, für irgendwelche auch, gerade für die Gebäudepflege, Hofpflege, Schneeschieben, es gibt Kehrmaschinen dafür. Ideal für Transportarbeiten, Anhängerbetrieb. Ja. Momentan bieten wir dieses Fahrzeug an, komplett mit Windschutzscheibe, Straßenverkehrszulassung, diese Schutzgitter hinten drin, Hydraulikanlage, also hydraulische Kippbritsche, für 11.900 Euro plus Mehrwertsteuer. Ist das vielleicht auch so ein bisschen so ein Fun-Gerät? Gibt es da auch Leute, die sagen, ach, finde ich ganz urig, will ich ein bisschen durch die Gegend fahren mit? Natürlich, heute der Fun-Faktor ist natürlich auch gegeben. Gerade heute Morgen war ein sehr interessierter Kunde da und er wird das wohl überwiegend aus Fun-Gründen kaufen. Ja? Kann man sich so gar nicht vorstellen. Ne? Dass ja, die Jungs, die werden ja größer, aber nicht unbedingt vernünftiger. Ja? Von den vierrädrigen Fahrzeugen zu den Zweirädern mit Elektromotor. Die E-Bike-Zentrale aus Brühl hatte sportliche Modelle ausgestellt. Das Motto lautete: Weg vom Senioren-Image. Als wir 2010 angefangen haben mit der E-Bike-Zentrale, haben wir eigentlich von Anfang an auch auf eine jüngere Klientel waren wir ausgerichtet und haben dann auch die entsprechenden Räder im Angebot gehabt, was damals noch nicht so war. Aber inzwischen bieten sehr viele Hersteller sportlich Elektrofahrräder an und das wird auch angenommen. Es gibt Leute, die sagen, naja, ich würde schon gerne ein E-Bike haben, aber eigentlich soll man es nicht so richtig sehen. Die gibt es auf jeden Fall und da sind gerade hier unsere Emotion-Modelle mit dem integrierten Akku, sind da sehr interessant. Die haben auch einen relativ kleinen Nabenmotor hinten, sodass die als Elektrofahrrad kaum noch zu erkennen sind. Das spricht durchaus den einen oder anderen an. Hübsch anzusehen waren auch die knackigen Äpfel vom Obstbauunternehmen Schmitz Hübsch aus Merten. Wie ist denn so die Nachfrage? Was wurde bisher heute am meisten gefragt? Also Äpfel wurden schon sehr gut gefragt, vor allen Dingen die Sorte Elster und Apfelsaft habe ich schon gut verkauft. Wir haben heute den Gala dabei, Elster, den säuerlichen Topaz, eine Birnensorte, Conference. Und die schmackhaften Sorten haben wir alle mit eingepackt. Und welchen Apfel würden Sie empfehlen, den die Kinder mit zur Schule nehmen, so fürs Frühstück? Unser beliebter Kinderapfel ist der Gala. Das ist unser säureärmster, auch sehr süß, bei Kindern sehr beliebt. Für ein hübsches Aussehen sorgte Andrea Bischoff mit ihrem Kosmetikstand. Ganz toll. Ich genieße hier die Atmosphäre, dass wir so tolles Wetter haben. Ne? Und direkt heute Morgen schon kam hier der Ansturm. Wunderbar.
Also ich möchte mit den Leuten ins Gespräch kommen, ne? Möchte mein Studio vorstellen und je nachdem, was für Fragen sind, Behandlungen erklären. Biete heute hier ganz kurze Handbehandlungen an oder ein Make-up. Also mein Studio ist in Bornheim-Walldorf in der Schmiedegasse und da bin ich jetzt seit 2 Jahren selbstständig. Hatten Sie da irgendwie was Bestimmtes im Kopf, was Sie auch gesucht haben, oder haben Sie gesagt, nee, ich suche nur was Schönes? Ja, ich gehe natürlich auch immer etwas Schönes, aber dann auch so mehrjährig auch logisch und praktisch. Ja, ist ja eine große Auswahl, ziemlich breites Angebot, gute Preise im Moment, gefällt. Sind Sie zum ersten Mal hier auf dem Frühlingsmarkt? Nee. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr waren wir schon mal da. Uns hat uns gut gefallen, deswegen sind wir halt wiedergekommen. Kommen Sie hier öfter zur Gartenbaumschule Hau? Ja, es ist Nachbarschaft. Und das Gute ist, dass hier die Sachen, die wir hier kaufen, auch wirklich gut anwachsen, weil der Boden in etwa gleich ist. Gut. Hier ist der Gurt jetzt kleiner. Hier kannst du jetzt danach, die Mädchen. Okay? Hey, bravo! Und wir wollten einfach mal hier einen schönen, abwechslungsreichen Tag verbringen. Was hier absolut möglich ist. Es gibt was Leckeres zu essen, was zu trinken, ein bisschen Musik. Wir haben unseren Jüngsten dabei, der ist 6 Jahre alt, hat gerade vom Papa ein Auto abgestaubt. Papa hat auch noch ein bisschen Koi-Futter für seinen Teich und seine Fische abgestaubt. Norbert Wirz präsentierte wieder einige Lebewesen, von denen insbesondere die Kinder hellauf begeistert waren. Die diesjährige sehr frühe Cabrio-Saison führte dazu, dass das Autohaus Melzer ein schickes Cabriolet präsentierte. Statt TV Brühl machte schon mal Probesitzen. Ja, das ist unser Golf Cabrio von Volkswagen, unser kleines Cabrio. Wir haben noch den Eos und das ist der Golf Cabrio, ein 5-sitziges Kompaktfahrzeug. Was sind eigentlich die Beweggründe, mit dem Autohaus Melzer hier auf einem Frühlingsmarkt zu sein? Die Beweggründe sind, dass wir hier mal in einem ganz anderen Umfeld außerhalb des Autohauses uns präsentieren. Das heißt, auch den Kunden mal da abholen, wo er sich anderweitig mal aufhält. Darüber hinaus ist die Gartenschule Hau ein wichtiger Kooperationspartner von uns. Man hilft sich gegenseitig hier im Vorgebirge und das ist eine sehr, sehr schöne Partnerschaft. Die gute Stimmung auf dem Frühlingsmarkt übertrug sich auch auf die Besucher. Wesentlich zu dieser guten Stimmung trug die Band Krake Knöpp mit ihren kölschen Liedern bei. Die Kids des Sporttreffs Merten überzeugten durch Fitness- und Rhythmusgefühl. Heute das erste Mal auch auf dem Frühlingsmarkt? Ja. Wie gefällt es Ihnen denn? Sehr gut. Ist gut organisiert. Sehr schön, muss ich sagen. Abwechslungsreich für Jung und Alt und für Blumenfreunde. Ich habe leider keinen Garten mehr, nur einen Balkon. Wie zufrieden sind Sie denn bis jetzt mit dem Interesse der Besucher? Mir hat das hier sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe viele Kunden wieder getroffen, viele neue vielleicht hinzubekommen. Aber an sich macht es hier sehr viel Spaß und es ist ein nettes Publikum. Was haben Sie denn so mitgebracht hier für diesen Stand jetzt hier beim Frühlingsmarkt? Ich habe heute die Kollektion von Schmuckwerk dabei. Das ist ein Atelier aus Ratingen, fertigt von Hand ihren Schmuck. Und es ist ein sehr innovatives Schmuckatelier und das besteht seit 20 Jahren. Und deshalb gibt es da zurzeit halt eine Sonderkollektion und damit bin ich heute hier angereist. Sie haben hier heute auf dem Frühlingsmarkt auch einen Stand. Was ist das für ein Stand? Ja, das ist richtig. Und zwar habe ich hier mit meiner Musikschule einen Stand. Und zwar ist das das Brodersen Music Institute. Wir sind seit 2008 in Walberberg ansässig und begannen als reine Gitarrenschule, haben uns jetzt erweitert
in Richtung Schlagzeug, Bass, Klavier und sind auch im Nachbarort Merten mittlerweile ansässig. Wie geht's Ihnen denn heute so an dem doch langen Tag und dann noch Sonntag? Ja, es ist wirklich entspanntes Verkaufen, die Leute sind auch echt gut drauf, die haben Interesse rund um den Garten. Das Erklären fällt einfach leichter, weil die Leute einfach sagen, es ist ein Event, sind total begeistert. Und es ist, weil es eben halt so was Besonderes ist, macht dieser Tag mir auch echt Spaß. Ne?